Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Wir kriegen hier irgendwie nicht raus, da muss was Schlimmeres passieren. Z hat gerade schon gesagt und da holen wir doch mal was Schlimmeres. Wir gucken mal ein bisschen rum und gucken, ob wir was Schlimmeres finden, womit wir die verjagen können. Okay, der wird plötzlich hier drin. Also vor Mäusen haben sie offensichtlich nicht Angst. Eine Sache, die wir aber noch nicht probiert haben, ist, wir haben ja diese Katze hier draußen. Und die haben wir noch nicht bekommen. Mit der Maus, das haben wir schon öfters versucht, das geht nicht. Da kommt die Katze nicht. Lecker, klasse Ungeziefer. Und ich hätte mir eigentlich gedacht, wir können den Zaun vielleicht anmalen mit der roten Farbe, weil sie auch als Kommentar sieht sagt... Sieht so aus, als würde sie sich lieben. Ja, als Kommentar, dass der Zaun einen schlechten Anstrich hat. Weiß gefällt mir besser. Ach, wir haben jetzt Tippex für Weiß, ne? Gucken wir mal. Das sollte klappen. Ach. Ah, jetzt verstehe ich auch den Hinweis mit, dass, dass er Stinktiere hast. Jetzt sieht die Katze nämlich aus wie ein Stinktier. Jetzt aufs Dach geklettert. Wie kommen wir jetzt vom Dach runter? Mit der Maus wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Nagetier. Jetzt haben wir die Katze nicht da. Noch ja. Eine Spezies. So, gucken wir nochmal, die Katze sieht... Oh, ein Stinktier. Wie fürchterlich. Genau, das ist es. Ah, Leutnant. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Was beschäftigte Sie? Nun, ich hasse es, das zu sagen, Sir, aber es gab da Ärger mit einem Menschen. Ärger? Was für eine Art Ärger? Nichts, mit dem ich nicht fertig werden würde, aber ich habe da etwas an den Menschen bemerkt, das ein Problem werden könnte. Erzählt schon. Nun, Sir, Sie scheinen ein bisschen größer als wir zu sein. Länger, stämmiger, massiver. Ich weiß, was du meinst, Sohn. Ich will damit nichts Spezielles sagen, Sir. Ich fühle mich nur etwas unterlegen, klein, minderwertig. Außer bevor Sie weiter in die Tiefe gehen, lassen Sie mich erzählen, warum ich Sie hergerufen habe. Wissen Sie, ich habe etwas erfunden, das unsere Probleme mit diesen Beinläufern beenden wird. Ich habe... den Miniaturisator erfunden. Miniaturisator. Verkleinerer. Es ist ein Verkleinerungsstrahl, Idiot. Aha, verstanden. Ich brauche noch ein paar Dinge, um ihn fertig zu machen. Komm her zu mir. Wie der noch mal zu sich herruft. Ganz nah ran. Okay. Also... Zwinger war da hinten. So, Zed, guck mal, was wir haben. Hey, seht mal, ein Stinktier. Ihr verrückten Menschen! Das dürft ihr nicht! Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude! Offensichtlich nicht. Wer sagt, aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen?
So, dann können wir jetzt endlich in den Keller. So, Pendel öffnen. Und rein da. So, da hängt das Kabel durch. Wir haben hier den Generator. So, dann gucken wir uns aber erstmal um hier. Müll in Schachteln. Eine Staubsauger. Wahrscheinlich haben wir auch. Nur Tentakelwinter. Winterkleidung. Da leert man den Staubsauger, nehme ich an. Da ist eine Klappe an der Seite. Da leert man den Staubsauger, nehme ich an. Okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwas aussaugen aus dem Mauseloch. Nehme ich schon an. Wir können mal hier die Schachtel nehmen, wenn das geht. Ich bin nicht neugierig auf dieses Zeugs. Okay, gehen wir weiter hier. Zeitmaschinenüberreste. Geliebte Freiheit! Das ist kaputt. Es ist offen. So, was anderes können wir hier nicht anklicken. So, dann benutzt... Nicht, dann benutzen wir mal den Staubsauger. Ne, erst gucken wir uns das Loch hier nochmal an. Sieht verlassen aus. Hallo, Mäuse. Ich weiß ja nicht, was das bringen soll, aber wir können ja mal trotzdem mit dem Staubsauger, benutze Staubsauger mit Mauseloch. Mäuse aufsaugen? Vielleicht später. Dann benutze Staubsauger. Ich mache keine Hausarbeit. Ziehe Staubsauger. Geht nicht, der ist eingebaut. Drücke Staubsauger. Geht nicht, der ist eingebaut. Geht nicht, der ist eingebaut. Alles klar, dann benutze nochmal. Warum benutzt du den nicht? Mäuse aufsaugen? Vielleicht später. Gut, dann benutzen wir den Hamster mit dem Hamstergenerator. Was sollte das denn jetzt? Ach, okay, jetzt müssen wir mit dem Staubsauger. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Und jetzt haben wir auch die Radkappe und die können wir wahrscheinlich recyceln. Ja. Interessant. So, dann Verlängerungsschnur an Steckdose. Handschuhapparat. Da ist ein Gesichtsabdruck auf dem Handschuh. Wow, der Schlag hat gesessen. Fertig. Fertig. Okay, da kann man nichts mehr machen. Benutze Staubsauger mit Mauseloch. So, Klappe öffnen. Ja, öffnen natürlich. Und Staubball nehmen. Na jetzt aber, den Hamster auf den Generator. Nein, nein, nein. Andersrum natürlich, den Hamster auf den Generator. Nun? Schaut euch den mal an. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Jo, also sind wir hier eigentlich mittlerweile fast fertig. Wir müssen nur noch wahrscheinlich das Metall zurückschicken. Gut, gut. Wir nochmal hier recyceln. Der Benjamin will irgendwas Leichtes haben. Hier durch. Genau, dann nehmen wir die Radkappe. Sicher, ich brauch das nicht länger. Sag ich doch.
Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber ja, immerhin recyceln sie den Müll. Ach, jetzt muss das weg. Nein, ey, das kann doch nicht sein. Ich habe nicht gespeichert. Okay, Moment. Das wäre jetzt dumm, wenn ich es gebraucht hätte. Wir gucken mal nochmal. Da steht Medulla-Rechteck. Da steht Öffner. Spezies hier entnehmen. Da stecke ich nichts rein. Das war jetzt irgendwie dumm. Da stecke ich nichts rein. Dann wechseln wir nochmal Fogi. Aber ich hätte jetzt gedacht, wir hätten hier die Radkappe benutzen können. Weil was anderes wollte die ja nicht recyceln. Obwohl, weil sie gesagt hat, sie könnte das noch vielleicht noch gebrauchen. Wir gehen nochmal zurück mit ihm und schicken mal die Gabel wieder zurück und versuchen die zu recyceln. Aber vorher speichern diesmal. So. So, dann schicken wir die Gabel zurück. Mit Toilette. Also das finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass wir das nicht aus der Recyclingmaschine rausnehmen können. Und dass wir das mit dem Hammer... Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass man das Teil hier mit dem Hammer hauen kann. Nicht mit Tür. Das macht keinen Sinn. Mit Loch, sobald da was rauskommt. Nein. Da stecke ich nichts rein. Jetzt? Da stecke ich nichts rein. Okay, doch nicht. Dann gehen wir wieder raus. Und holen uns die Gabel und versuchen die nochmal zu recyceln. Ich weiß aber nicht, was mit den recycelten Sachen passiert. Gabel im Klo leuchtet aber nicht. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Wir haben die Gabel bekommen, ja. So, dann gehen wir nochmal rein. Hinten rein, genau. Ich überlege gerade. Von hinten oben bei der Mumie stand doch auch noch was. Ist jetzt was drin unten? Nee. Sie mögen machtgierig und diktat. Da ist keine Tür. Da ist keine Tür. Okay, doch nicht. So, ich speichere jetzt hier und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir ein bisschen mehr geschafft haben. Und wir sind jetzt bei 84%, also dauert nicht mehr lange. Dann sollten wir das Spiel eigentlich auch schon durchgespielt haben. Alles klar, danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.